Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Amateurfußballs, zur ersten Ausgabe von Einwurf in der Saison 1920. Endlich rollt der Ball wieder und das bedeutet, wie gewohnt bei uns, jeden Mittwoch ab 18 Uhr seht ihr die schönsten Tore, die heftigsten Fouls und die besten Fails. Um euch den Einstieg in die neue Spielzeit direkt ein bisschen zu versüßen, zeigen wir euch jetzt die 5 schönsten Tore der letzten 2 Wochen, kommentiert von Europas größten Kommentatoren. Ja, emotionale Kommentatoren im Fußball sind einfach überragend. Genauso wie Torwarttore aus dem Spiel heraus. Wir denken da an Jens Lehmann, Frank Rost oder auch Marvin Hitz. Aber scheinbar ist es in Deutschlands unteren Ligen ganz normal. Denn wir hatten am vergangenen Wochenende gleich 2 davon. Joshua Weking von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV trifft im Spiel gegen den VfL Wolfsburg 2 in der 95. Minute per Kopf zum 3:3 Ausgleich. Wahnsinn! Genau dasselbe macht Ricardo Seyfried, Schlussmann des SC Westfalia Herne, im Spiel gegen den SV Schermbeck. Ebenfalls per Kopf, ebenfalls zum 3:3 in der Nachspielzeit. Ja, daran sieht man mal, in Deutschlands Amateurligen ist manchmal viel mehr los als in der Bundesliga. Die regelmäßigen Einwurfzuschauer unter euch wissen natürlich, was in einer Folge nicht fehlen darf. Das ist Knochentritte zur Wochenmitte und die kommen jetzt. Den Anfang macht John Yeboah vom VfL Wolfsburg. Scheinbar etwas gefrustet, langt er gegen Hamburgs Ogechika Heil mal richtig hin. Dafür gab's dann nur Gelb. Lottes Timo Brauer kann man zwar keine volle Absicht unterstellen, denn er will ja nur den Ball treffen, aber das tut er nicht. Dafür gab es dann auch die gelbe Karte. Last but not least, Kevin Rauhut von Fortuna Köln hat offenbar Bock auf Kung Fu, das muss er aber noch ein bisschen üben. Ja, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Nicht vergessen, am kommenden Wochenende geht zwar die Bundesliga wieder los, aber auch bei uns laufen am Freitag, Samstag und Sonntag über 250 Live-Spiele. Reinschauen lohnt sich. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.